Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dune. Ja, welche Aufgabe erwartet uns? In südwestlicher Richtung müssen wir einen Siege suchen. Das werden wir jetzt als erstes machen. Und danach werden wir danach werden wir wieder oben zu dem einen Siege zurückfliegen. Da werden wir die Truppe ausrüsten und wieder runterschicken und die Sandmeister nach oben schicken. So habe ich mir das jetzt auf jeden Fall überlegt. Weil wir müssen erstmal unsere Gewürzproduktion hier richtig. Oh, da ist schon was, glaube ich. Da gehen wir hin. Zack, da sind wir schon da. Ui, da stehen ja ein paar Ornithopter rum. Meine Herren. Hat Gurney vielleicht was zu erzählen? Ja gut, okay. Die beiden Sandkriecher abgeliefert haben. Das können wir dann noch machen. Hier ist niemand. Dieses Siege ist verlassen. Dann nehmen wir den Ornithopter und fliegen direkt hier rüber, weil da wird jetzt der andere Trupp wahrscheinlich schon angekommen sein, behaupte ich jetzt mal. Fliegen wir mal durch. Ja, schade, der Siege war verlassen. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie vielleicht noch einen Trupp dabei oder irgendwas. Das wäre schon cool gewesen. Aber naja. Okay, wir machen jetzt erstmal das mit den Sandkriechern. Und schicken die Sandmeister hoch und dann zurück zum Palast. Erstmal ein bisschen Laber machen mit Fatih wahrscheinlich. Genau, er ist schon da. Anführer der Fremen. Befehle an Trupp. Oh, hier oben sind sie schon angefangen. Sehr gut. Ausrüstung verändern. Fertig und Trupp bewegen. Hier, geh mal hier hin. Deinen alten Siege zurück. Ach so, die Sandmeister. Jetzt sehe ich es auch hier, Leute. Da muss ich ja drei Sieges angeben, die besuchen sollen. Die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg zum nächsten zum Sondieren. Ja gut, okay, dann lassen wir das erstmal alle, das andere erstmal aus, dass die hier oben sondieren. Wir fliegen direkt zurück zum Palast. Okay, auf geht's wieder in die gute alte Karre hier. In den werden wir natürlich skippen. Ich glaube, den Weg haben wir nämlich schon gemacht. Und es wird Nacht in Tag 5. Na, Ladezeit. Ja gut, die Musik muss auch umswitchen. Duncan Idaho. Na, was erzählst du mir denn heute? Okay. Also wir steigern. Ja. Also wir steigern also kontinuierlich unsere Produktion und das ist auch erstmal gut so. Hier scheint sich niemand. Doch Jessica? Okay, hallo. Ich tue mein Bestes, dir zu helfen, Paul, aber manchmal musst du auf deinen eigenen Füßen stehen. Okay. Das heißt, sie hat im Prinzip nichts für uns. Ich gucke jetzt gleich mal in der Kommandozentrale. Ach, guck mal. Er ist auf dem Balkon. Dies ist mir der liebste Raum im ganzen Palast. Schau, Paul. Schau auf diese Dünen. Was für ein großartiger Anblick.
Der Mensch braucht neue Erfahrungen. Sie berühren etwas tief in uns und lassen uns dadurch wachsen. Ohne Veränderung bleibt etwas in uns schlummern. Der wacht nur sehr selten. Der Schläfer muss erwachen. Du Schläfer. Hast du die Nachricht im Kontrollraum gesehen? Nein, haben wir nicht. Da gehen wir jetzt hin. Auf geht's. Neue Nachrichten ansehen. Mal gucken, wer sich hier meldet. Imperator Shaddam. Shaddam der Vierte. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich euch nach Arrakis gesandt habe, um Gewürz zu gewinnen. Trefft also die entsprechenden Vorbereitungen. Ich erwarte die erste Schiffsladung in Kürze. Jo, habe ich, glaube ich, so keine Angst vor. Vor der ersten Schiffsladung. So, fragen wir Gurney. Ah, ich verstehe. Okay, alles klar. Standardsitzken. Gucken wir mal, vielleicht können wir mit Duncan noch reden. Vielleicht erzählt der uns noch was. Du hast die Nachricht des Imperators gesehen. Tja, unsere Gewürzproduktion muss wohl erhöht werden. Die Freben aus Tuono Tabre, der uns die Distillung zugewinnt, kennt ein Gebiet, das reich an Gewürz ist. Okay. Dann geht's ab nach Tuono Tabre, würde ich sagen. Ja, man sieht, dass das Spielschema ist im Prinzip immer klar. Wir kriegen hier unsere Quests mehr oder weniger. Es gibt keinen Questlog oder so. Aber da ist Tuono Tabre. Wie sehen wir an? Flug überspringen wir. Haben wir schon abgegrast. Die Strecke. Ja, wir holen uns hier unsere Quest ab und dann machen wir das mal. Es kommen noch andere Sachen nachher, da wird es dann richtig übel. Also ich sag mal, wenn wir mal so im Kampf uns befinden, wenn wir mal angegriffen werden, dann geht das schon zur Sache, Leute. Mehr oder weniger, wie das für so ein Spiel, hier so ein Rollenspiel zur Sache gehen kann. Oh, der Sandmeister ist hier und der Anführer der Fremen. Okay, sprechen wir erstmal mit dem Anführer. Ach, Paul Atreides, du scheinst dich sehr für das Gewürz zu interessieren, jo. Ja, man hat mir von einem größten Gewürzkommen im Süden erzählt. Steige in deinen Ornithopter und fliege direkt in südöstlicher Richtung. Bevor du den Felsgrund erreichst, solltest du Fremen treffen. Okay. Neulinge. Okay. Okay. Alles klar. Was sagt denn der Sandmeister? Können wir den vielleicht von hier aus irgendwo hinschicken? Okay. Ich kann, glaube ich, einen Befehl rausgeben an den Sandmeister. Und da werden wir jetzt mal direkt auch wir sind fertig hier. Die Truppe bewegen die nächsten drei Sieges. Also, hier haben wir unentdecktes Gebiet. Hier haben wir unentdecktes Gebiet. Und dann wieder zurück. Jo, das geht. Alles klar. Karte ausblenden. Also, er hat gesagt, südöstliche Richtung. Okay, werden wir das Siege mal besuchen, würde ich sagen, in südöstlicher Richtung. Etwas Ladezeit. Ja, aber ich würde sagen, wir befinden uns gerade am Ende dieser Folge. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht, eine schöne Folge hier zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge weiter, wo wir dann in südöstlicher Richtung dieses schöne Siege finden wollen. Und ja. Also Leute, ich wünsche euch noch einen charmanten Tag oder einen charmanten Abend. Ich weiß nicht, wann ihr guckt. Meine Aufforderung an euch natürlich zu kommentieren, die steht weiterhin. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss.